Ich arbeite echt wenig mit Concussions, aber die treffen halt zu schlecht. Das lohnt sich, ja. Was soll dieser Raum? Einfach mal so ein Ausblick, da könnte es irgendwann sein. Da war ich aber offensichtlich schon. Dummes Secret. Total nutzlos. Gut, geh mal weg. Wo geht's hier eigentlich weg? Hier runter. Nö. Jetzt komme ich nicht mal mehr hier raus. Hier ging's raus. Und dann... Na gut, hier war also offensichtlich auch noch zu früh hinzugehen. Und deswegen muss ich erstmal die blauen Schlüssel suchen, dann weiß ich mal, wo die blaue Tür ist, wo die gelbe Tür ist. Die rote fehlt mir noch, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, die rote habe ich noch nicht gesehen. Die wird aber wahrscheinlich in der gelben... Nee, da wird der rote Schlüssel sein, aber nicht die... rote Tür. Spawnt was? Ah, alle sechs auf einmal, das wär's. Wo war ich denn noch nicht? Da war der Anfang. Ah, links. Ich denke mal, die Energie wird noch ein bisschen ausreichen. Oh, da ist auch noch Energie. Zack. Zack. Für die Verrückten, die das, die Spawner hier aktivieren, vor dem Energiecenter finden. Och, nö. Soll ich mich echt erstmal um die Spawner kümmern? Eigentlich nicht. Ich hoffe ja, dass da drin ein Energiecenter ist. Sonst könnte es vielleicht ein bisschen eng werden auf dem Rückweg. Ich wusste doch, dass du da bist. Arme Wand. Und Shield. War hier noch? Mach doch mal auf einfach. Gib mir irgendwie 1000 Shield auf einmal. Ach, hier bin ich jetzt. Ach, das greift alles übereinander rein, aber hat keine echten Verbindungen. Damit was schön verwirrend wird alles. Wo man ja keinen Überblick hat. Und dann so tun, als würde die Karte irgendwas bringen. Wenn ich ab und zu mal ein bisschen leiser klinge oder so, dann liegt es daran, dass ich mit dem Kopf zurückgehe, während ich versuche, nach hinten auszuweichen. Ist echt schlimm manchmal mit mir. Ich war ja eigentlich nie so ein Typ, der mit dem Kopf mitgeht, wenn er spielt. Aber bei Descent kann ich das nicht verhindern. Vielleicht sollte ich so spielen, dann mache ich das nicht mehr. Oder so. Genau aus diesem Grund habe ich Ego-Spiele immer vermieden. Blauer Schlüssel. Irgendwann muss ich auch einen Schlüssel finden, Mensch. Hier war ich offensichtlich schon. Also hat es doch eine Verbindung gehabt hier. Hat sich ja gelohnt. Gut, da muss ich auch eine andere Tür finden. Aber hier war doch... Aufladen. Das war nicht zwingend notwendig, aber wenn ich schon hier bin, links. Links. Dann geh schön wieder hier zurück. Damit da ja auch nichts wieder spawnt, aber wird es wahrscheinlich trotzdem. Zack. Blaue Tür weiß ich, gelbe Tür weiß ich, mir fehlen nur noch die Schlüssel. Da oben rechts war ich noch nicht, aber ich gehe erstmal hier links. Ach, da hat was gespawnt, oder? Da hat es dann gespawnt. Ihr kennt ja auch keinen neuen Gegner. Hätten wir mal ruhig einen Hulk hinsetzen können, das wäre mal was Neues gewesen. Eine Klasse 1 Drohne, so ein gelbe. Hatten wir auch lange nicht mehr. Aber diese blauen Typen aus dem ersten Level, die waren noch ziemlich ähnlich wie diese Fliege.
Aber die haben nicht so viel ausgehalten, glaube ich. Aber die haben auch 300 Punkte gegeben. Habe ich euch erwischt. Zumindest einen. Was, ob ich Angst hätte vor roten Schreihälsen? Noch eine blaue Tür, leckt mich doch. Wo sind die fucking Schlüssel? Ey, ich muss hier einbrechen. Kann nicht wahr sein. Ich muss die Farbgestaltung im Spiel ausschalten, dann ist hier nichts mehr blau und dann muss ich eigentlich hier durch können. Oder auch nicht. Gut, merken wir uns auch eine blaue Tür. Dann habe ich ja nicht mehr viele Möglichkeiten. Natürlich kommt die richtige Lösung am Ende erst. War zu erwarten. Zwischenspeichern, wenn es auch überhaupt nicht gefährlich ist. Die kommen sich ja nicht mal dazu, sich zu drehen. Die hätten es so leicht machen können in der Konstruktion, indem sie einfach mehrere Spawner gleichzeitig aktivieren würden, aber das wollen sie irgendwie nicht. Habe ich nichts dagegen. Erleichtert die Sache nur unnötig, so möchte ich mal meinen. Wo will ich denn jetzt? Ach da, die letzte Tür, die letzte ist es dann. Die allerletzte. Das ist sie. Warum musste sie die letzte sein? Die sehen irgendwie alle gleich aus, diese Gänge. Dann denken wir immer, da war man schon. Weil es auch immer dieselben Gegner sind. Sogar dieselben Nachfolgegegner. Hui, Shield. Diese Gänge sind für den Arsch, die sind nie Geheimgänge. Nur zwei Gegner und dann geht's weiter. Oh, neuer Gegner, ich glaub's nicht. So, schön zurück. Kriege ich den von hier? Natürlich kriege ich den. Aber er lebt noch. Ui, ich will zocken. Pac-Man. Muss ich auch mal Let's Playen. Wenn es hier nicht weitergeht, dann das wär's noch. Jetzt verarsch mich nicht. Ey, was soll dieser Abschnitt dann, wenn es hier gar nichts gibt? Nicht mal eine blaue Tür oder sowas. Ich war doch jetzt schon überall. Wo ist denn der blaue Schlüssel? Da ist eine blaue Tür, da sind die Gefangenen. Blaue Tür. Gelbe Tür. Ich war doch schon überall. Das hatte ich ja auch noch nie. Ah, da ist noch was. Oh, wieso habe ich das denn übersehen? Oder komme ich überhaupt hin? Ich nehme schon an, aber wie komme ich an? Ich würde sagen, wenn ich zu dem Aufladestation gehe, dann komme ich da schon irgendwie hin. Also, nächste Station, Aufladestation. Und von da aus komme ich über den Hauptraum und irgendwie zur letzten, allerletzten Möglichkeit, wo der blaue Schlüssel sein kann. Kein Spawner. Wahrscheinlich... Oh. Tun sie irgendwann alle gleichzeitig spawnen. Was hat denn jetzt gespawnt? Ja, wo? Irgendwo hier. Warum denn erst, wenn ich da hinten bin? Jetzt nicht. Wo sind diese scheiß Sensoren? Zeigt sie mir doch an. So mit roten Lasern. Komme ich jetzt zum Aufladen? Aufladen. In die Richtung irgendwie. Wird schon irgendwie passen, wenn ich hier rumfliege. Ja, genau. Und hier, dieser Raum ist wahrscheinlich dann
der wichtige. Mit der Verbindung zum letzten Gang, den ich noch gehen kann. So, habe ich recht? Nicht so wirklich. Ich muss noch eins weiter runter. Aber wenn ich jetzt hier runter gehe, komme ich doch da auch hin. Wenn es da weitergehen würde. Tut sogar. Schlimm, hier war ich auch. Ich weiß es noch. Wieso bin ich da nie rein? Da ist er. Hätte ich den nochmal gleich mitgenommen. Meine Fresse. So einfach direkt vor der Nase. Wir so viel Zeit sparen können. Hui, also tot. Das ging schnell. Ich muss irgendwann mal nachziehen, wie oft ich in diesem Let's Play gesagt habe. Und dann ist er tot. Komische Lava. Und kein weiterer Feind mehr. Irgendwie kommt es mir wieder mal vor, als hätten die keine Lust mehr gehabt auf das Spiel. Und einfach mal ein bisschen was reingeschmissen haben. Ein kleines Räumchen im Schlüssel mit einem Bewacher. Fertig. Gut. Ging's hier zurück? Nö, zur gelben Tür. Ich muss aber jetzt erstmal zur blauen. Also zu einer der blauen. Gab ja mehrere. Erstmal wieder hier hoch. Und dann. Ich würde ja gern erst wieder zurück in den Hauptraum. Und von da aus die blaue Tür besuchen, die da in dem Keller war. Autsch! Was war das denn? Da hat sich die Wand mir in den Weg geschmissen. Hat mir ein Bein gestellt. Nix spawnt, gut. Habe ich nichts dagegen. Wo war denn jetzt die Lücke im Boden? Im Boden. Hier. Und dann war hier irgendwo eine blaue Tür. Ja! Endlich geht's hier voran. Shield! Und wie es hier vorangeht. Wenn ich jetzt schon hier gewesen wäre, von der anderen Seite, da hätte ich geschrien. Das ist nicht der Reaktor, ne? Aber irgendwie eine komische Gegend. Einen einzigen Gegner getroffen mit so viel Munitionsverschwendung. Ah, jetzt sieht es schon besser aus. Es waren mindestens drei. Ah, das Ekelhafte ist noch da. Die wichtigsten, die sind noch da geblieben. Ist ja irgendwie auch wieder fail, die Konstruktion. Dass man einfach von ganz weit weg stehen kann und dann extra dem abgreift. So, da ist noch einer. Denken die kann man kann nicht so gut zielen von so weitem oder was? Oder warum haben die das gemacht? So, blaue Wände. Damit man auch ja weiß, wo man ist. Der hat mich überrascht. Wieder hervorgeschossen kam. Ich hab schon wieder gleich 200 Shield. Man sieht, das Spiel wird einfach nur einfacher. Beziehungsweise ich werde besser. Klingt natürlich schöner, wenn man das so sagt. Shield! Gelbe Schlüssel! Gefangenen! Weihnachten! Noch mehr Shield! Ist ja wie Weihnachten hier. Okay. Zack. Wieso hat es der eine überlebt? Warum? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Er hat genauso viel abbekommen wie der andere. Das ergibt echt null Sinn. Direkt in die Mitte jetzt. Zwei dahin. Ah, jetzt hat's gepasst. Obwohl es so aussah, als hätte der eine nur eine Kugel abbekommen, aber es sah wohl nur so aus. Gut. Endlich schon wieder eine Rakete benutzt. Und die kann ich mir auch gleich wieder einsammeln, wenn ich mal wieder mich aufladen gehe. So. Soll ich da überhaupt noch weiter? Lohnt sich das? Ich mach's halt mal. Auch wenn es wohl nicht muss, aber vielleicht führt mich das direkt zu einer gelben Tür. Da muss ich nicht erst außen rum fliehen.
Den Raum hatten wir schon mal. Recycling-Scheiß. Ich weiß, hier gibt's keine Geheimgänge. Soll nur schön aussehen. Und nochmal denselben Raum bestimmt. Nur in die andere Richtung halt. Keine Gegner, die haben die Gegner vergessen. Die haben ihr Pensum an Gegner für dieses Level schon verbraucht. Offensichtlich. Ey, gib mir die Vulkan. Lass mich da runter. Hallo, ist da wer? Nö, nur eine blaue Tür. Ah, da war ich von der anderen Seite schon. Gut, dann habe ich die jetzt auch direkt abgehakt und muss da gar nicht mehr hin. Schön. Es ergibt auch Sinn, die blauen Türen führen immer zum gelben Schlüssel. Deswegen musste es ja eigentlich so sein. Diese festen Strukturen sind echt schon gut eingefahren. Beziehungsweise eingefahren. Fast sogar festgefahren. Und so klingt das Ganze dann auch wieder ein bisschen negativ.